Hey, das ist Servus, Leute. Heute haben wir den Anton, unserem Clifford-Deck. Der Anton, aber nicht aus Tirol, oder? Nein. Komm mal. Fürstenfeldbruck, glaube ich, heißt die Stadt. Keine Ahnung. Okay, also ich spiele Clifford, weil das sehr kreativ ist. Als erstes Mal spiele ich zwei Scouts, weil man darf ja nur noch zwei spielen, sonst würde ich drei spielen. Also sehr wahrscheinlich. Dann spiele ich ein Monolithner. Der ist italienisch, weil ich habe ihn halt im Booster gezogen, weil ich ein Lacker bin. Genau. Und dann drei Träger spielt eigentlich jeder. Der Clifford spielt, also andere Decks spielen gar keine Träger. Dann drei Helix. Auch relativ Mainstream. Kann man halt Zauber fallen schießen. Zum Beispiel Drachen Kampfgefäß oder sowas. Dann. Dirk wollte ja mehr Peppen. Dann dreimal Clifford Stealth. Damit kann man zum Beispiel die gegnerische teuflische Kette in die Hand zurückgeben. Aber man kann auch Sinnvolles damit anstecken. Man kann zum Beispiel diesen zwei, das weiß wahrscheinlich jeder, aber man kann das hier zum Beispiel für gut und kann der Gegner nichts anstellen. Das ist immer lustig, die Gegner sind dann manchmal angekotzt und deswegen spiele ich das Deck auch, weil es nervt. Und viele bauen sich auch ihr eigenes Scout aus. Das mache ich auch mal. Manche schießen das aber. Aber ich gebe mir auch mal, einmal gebe ich mir auch meine eigene teuflische Kette in die Hand. Das ist auch nicht schon schlecht. Aufgedeckt war, ne? Ja. Das war ich nur ganz selten, aber man gibt sich selber. Dann spiele ich eine Clifford-Busche. Ich finde die Karte ist ziemlich gut, weil sie halt zweimal angreifen darf und durch die Verteidigung geht. Also auf jeden Fall besser als Gelbe und Charma. Dann spiele ich eine Clifford-Scheibe. Da ist lustig mit der Karte, also man kann sich halt jedes Clifford-Monster beschwören. Wenn man schlecht mit Clifford spielt, holt man sich zwei Scouts, aber das würde ich nicht empfehlen. Sonst, also ja, halt, ich würde halt Helix oder Träger, also gegen BA würde ich beides so holen, gegen Necros würde ich ihn nicht holen, weil Necros spielt keine Backrow. Und wenn man OTK unbedingt machen will, dann holt man sich Monolith und dann greift man mit Monolith direkt an, weil Monolith hat mehr Angriffspunkte, wenn er gespecialt wird, als alles andere. Genau. Wenn man den Gegner ärgern will, dann tötet man ihn mit Kundschaft. Dann spiele ich zwei Wailer. Ich spiele zwei Wailer, weil ich nur zwei Wailer habe und weil er dreimal nicht gut wäre. Halt gegen Decks wie Necros, gegen sowas eben. Also. Und ja, gegen andere Decks halt. Zum Beispiel gegen Denim ist die Karte nicht schlecht. Oder man kann das gegnerische Clifford-Monster annullieren lassen. Nein, das geht nicht. Das ist aber auch nicht intelligent. Dann habe ich zweimal Topf der Gegensätzlichkeit drin für Konstanz. Also darf halt, ja, die kennt jeder. Dann drei Upstar-Goblin, habe ich nur noch 37 Deckkarten spielen muss sozusagen. Dann so super Karte, kann halt alles suchen, was man will. Servus! Ich mache gerade Sacrifice. Sacrifice, also kann halt alles suchen, was ich will. Und gebe mein Monster 300 Boost, was sehr wichtig ist, das ist sehr viel, 300. Und kann den Kampf nicht destroyed werden. Ja, ich kann schon destroyed werden. Ja, das stimmt. Dann dreimal kurz des Beschwörers, damit kann ich Clifford Kundschafter suchen und wo ist er denn? Ah ja. Und Monolith. Blöd ist halt, wenn man nur drei normale Monster zieht, dass im Late Game halt tot kommt, aber wenn man die Tote da hat, dann ist das eigentlich ganz gut. Das ist so eine tote Karte. Man kann sie am Ende abwerfen, wenn man zu viel Karten zieht. Dann dreimal Lose One Turn. Weil gegen Money Decks ist die Karte Game, also zum Beispiel gegen Ochama. Also gegen Ochama würde ich sie rausbauen. Aber gegen Clifford auch rausbauen. Aber gegen Satella ist es super, gegen Necros ist es super, gegen BA ist es auch ganz okay. Gegen Clifford ist es scheiße und gegen Ochama halt auch. Dann dreimal viele Stellen. Weil die ist halt gut gegen Necros, kann halt den Effekt annullieren. Wiederum rausbohren gegen Ochama, kann halt den OTK verhindern, aber genau, dann habe ich ernste Warnung drin. Ist halt eine gute Karte, das ist der Grund, warum ich spiele. Dann Kräfte rauchen, ist halt gegen Money Decks Game, was halt auch nicht schlecht ist, also Gewinn ist nie schlecht eigentlich. Dann Lehre der Eitelkeit, die sagt halt, dass niemand mehr special darf und was halt cool ist, ist Clifford Monster inhaltlich in den Grave, das heißt,
wenn man die draußen hat, dann gewinnt man, weil man halt genug Skill hat, um die Gegner zu töten. Dann spiele ich zweimal Mirror Force. Ja, ist halt gut. Dann spiele ich reißender Tribut. Ich glaube, ich habe den, ich weiß nicht mehr, warum ich den reingetan habe, aber ich glaube, es liegt daran, dass er so gut aussieht in dieser Rare. Er ist wirklich, ist geil. Dann habe ich Zwangsevakuierungsskelett drin. Die ist gut gegen BA, die ist gut gegen, ja, ist einfach eine gute Karte gegen. Da gibt es irgendwas in die Hand zurück. Dann spiele ich BTH. Die ist halt gut im Mirror-Match, die ist gut gegen Monster mit mehr als 1,5 Angriffspunkt. Gegen andere denken sie leider weniger. Also gegen Monster mit weniger ATK bringt sie leider gar nicht. Und dann noch Seelenübergang. Einmal, weil, ja, sie passt nicht zweimal ins Deck, sie ist ziemlich gut. Man tributet einfach was. Die Effekte von Träger und Helix aktivieren sich. Weil die haben nur Stufe 4, wenn man sie genommen hat. Sie kommt manchmal tot, aber wenn die Hand scheiße ist, dann kann die Karte das Duell retten. Oder auch nicht. Also manchmal, meistens nicht, aber manchmal halt. Genau, das ist mein Main-Deck. 40 Karten. Genau. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Also Gagaga Cowboy. Also für Game, aber ich kann ihn eigentlich nie beschwören. Das auch nicht. Das habe ich drin, weil es nur 1 Euro gekostet hat. Das auch. Nein, das hat viel gekostet. Das habe ich, ja, das. Es ist eigentlich random, also das auf Stufe 3 komme ich gar nicht. Also das ist eigentlich ein ziemlicher Scheiß. Also da ist dann noch 5 oder die Millionen schreiben. Ja, dann gehen wir auf den Fenster. Am besten zeigst du es mal, dein Side-Deck. Ja, also das ist unnötig. Du gewinnst am meisten, wenn du gewinnst, dann gewinnst du eh nur deinen normalen Deck. Also ja, extra. Aber ich bin einmal Castell gebraucht. Einmal dann aber trotzdem verloren, weil das war dann schon so armselig. Also ich spiele einmal Klimawandel, weil der, die boardet man immer rein, wenn im zweiten Game. Karte ist scheiße, aber wenn der Gegner viel MSPs und so spielt, dann ist die Karte nicht mehr scheiße. Dann zweimal Geistesersetzung gegen... Gegen Clifford, Zatella, BA, Necros. Was spielt man noch? Necros. Necros und. Also gegen das Meta. Gegen das Meta eigentlich, ich weiß nicht, warum ich die nicht Main spiele, keine Ahnung. Wäre auch eine Überlegung, oder? Main spielen. Ja, natürlich. Ja. Dann Schaden einstellen, das Spiegel zweimal. Sehr gut. Ist gut gegen BA. Ja. Licht einsperren spiele ich nicht, weil Zatella nice scheiße. Dann schwarze Tor des Himmels, zweimal. Ich spiele keine wirren Augen im Main, deswegen ist mein Clifford-Matchup katastrophal. Das ist wie Ochama gegen Necros, man kann auch gleich aufgeben. Also, ihr wisst, ich mag Ochama, ich will da eins bauen, aber es ist zu teuer. Ich glaube, ja, es ist halt so. Preis-Leistungsverhältnis ist sehr schlecht. Also kaiserliche Eismauer, ist gut gegen Spiritual Beast. Wenn jemand Makrokosmos gegen mich boardet, dann board ich die nicht rein, weil das ist unnötig. Dann board ich jetzt was die NSD, aber auch gegen Necros board ich das, gegen andere Decks, die entfernen, ist das gut. Genau. Dann spiele ich zweimal wieder Augen, um mein katastrophales Clifford-Turbo-Matchup zu verbessern. Weil, ja, die Karte macht das Clifford-Turbo-Match sehr interessant, also es geht halt nur noch um wieder Augen. Ist halt eine scheiß Karte, sollte nicht im Game sein, aber Einbildungsunterwäldler einmal, der ist gut, weil man darf halt nichts mehr specialen. Also ist halt, ja, es ist gut, mehr kann man dazu nicht sagen. Und dann Seelenentzug. Super gute Karte. Überlegt sie Main zu spielen, aber weiß sie scheiße, also spielt sie im Sideboard. Also ja, man kann halt damit gegen BA was anrichten und gegen Shadol. Ah ja, Shadol ist das 15 Meter Deck. Ist mir ganz ehrlich eingefallen, das gibt's ja auch noch. Okay. Anton, vielen Dank. 15 Sideboard. Alles klar, danke dir. Wir mal liken, subscriben und checkt unsere Sponsoren ab. Ciao.